Ja, herzlich willkommen. Angenehme Mittagsstunde. Wir sind gerade bei der Debatte um das Budget für Kunst und Kultur und am Wort ist Katrin Nachbauer, ÖVP. Sehr geehrte Steuerzahler, erfreulicherweise gibt es Bürger und Firmen, die Geld für einen guten Zweck geben, ob das im Sport ist, in der Wissenschaft, in der Kunst oder ob das für einen anderen wohltätigen Zweck ist. Wenn man sich die Privatspenden in den verschiedenen Ländern anschaut, dann sieht man, in Österreich spenden rund 65% der Leute 90 Euro im Jahr. In Deutschland sind es schon 70%, die 150 Euro spenden. In der Schweiz sind es 75%, die 460 Euro geben. Und in den USA wird überhaupt am meisten gespendet. Da sind es nämlich an die 700 Euro pro Person pro Jahr. Bei Stiftungen ist der Unterschied noch viel krasser. In Deutschland werden 183 Euro pro Person und Einwohner gespendet, in der Schweiz 109 Euro und in Österreich ganze 3 Euro. Österreich ist also offensichtlich kein Land, wo es von privaten Wohltätern nur so wimmelt. Warum ist das so? Warum spenden Amerikaner, Deutsche, Schweizer wesentlich mehr? Ganz offensichtlich ist der deutliche Zusammenhang mit der hohen Staatsquote. Macht der gefräßige Staat uns also geizig? Warum boomt anderswo die Wohltätigkeit, während bei uns im Allgemeinen, aber insbesondere auch von den Reichen, mit einigen wenigen lobenswerten Ausnahmen, so wenig gespendet? Es gibt zwei Gründe dafür, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist erstens die hohe Steuerlast und zweitens ist das eine Frage der Macht. Zur Steuerlast. Den österreichischen Steuerzahlern bleibt viel zu wenig im Geldtaschel. Somit ist es verständlich, wenn sich dann die Leute denken, was spenden soll ich jetzt auch noch? Daher begrüße ich sehr, sehr die steuerliche Entlastung, insbesondere der niedrigeren Einkommen durch die Steuerreform. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Die Staatsquote muss jedenfalls unter 40% gesenkt werden, langfristig. Wir wissen, dass die Steuerquote muss gesenkt werden, sehr geehrte Genossen. Deutschland hat mit einer 40-prozentigen Staatsquote einen nicht nur ausgeglichenen Haushalt, sondern erwirtschaftet sogar einen milliardenschweren Budgetüberschuss. Der zweite Grund, warum bei uns so wenig gespendet wird, Verteilung bedeutet Macht. Dazu eine kurze Geschichte. Ein gemeinnütziger Verein errichtete ein Spital. Der Landeshauptmann kam natürlich zur feierlichen Eröffnung und genoss sichtlich das Blitzlichtgewitter. Und später beim Essen sagte ein Vertreter dieses gemeinnützigen Vereines zum Landeshauptmann, dass sich die öffentliche Hand den Zuschuss eigentlich hätte ersparen können, wenn Spenden besser absetzbar wären. Dieser Landeshauptmann wies dies natürlich erbost zurück und sagte, ja, für was bin denn ich dann da? Verteilen, sehr geehrte Damen und Herren, bedeutet Macht. Das sieht man insbesondere auch im roten Wien, wo die Stadt mit über 220.000 Wohnungen der größte Immobilienbesitzer Europas ist. Und gleichzeitig ist Wohnen in Wien so teuer wie kaum irgendwo anders. Aber wenn die Bürger auf das staatliche Verteilen angewiesen sind, dann befinden sie sich in Abhängigkeit. Und das gefällt so manchem Politiker. Wir brauchen aber weniger Abhängigkeit vom Staat, sondern mehr privates Engagement durch die Zivilgesellschaft und ganz besonders durch die Wohlhabenden. Anstelle von Eat the Rich bräuchten wir mehr Generous Rich, also mehr Reiche, die spendabel sind und die gerne geben. Wirtschaftliche Freiheit macht eher großzügig als staatliche Bevormundung. Und Gott sei Dank hat Staatssekretär Mara dies richtig erkannt. Ich gratuliere ihm daher sehr herzlich zum neuen Gesetz zur gemeinnützigen Stiftung, womit nun Spenden an Kunst- und Kultureinrichtungen unter anderem erstmals steuerlich geltend gemacht werden können. Bravo, Herr Mara. Und natürlich hoffe ich, dass da nicht nur die linken Staatskünstler profitieren. Danke. Am Wort ist der Abgeordnete Wendelin Mölzer. Bitte schön, Herr Abgeordneter.